Oh mein Gott, Totenköpfe. Sind das Totenköpfe von Babys? Hi Leute, ich bin Eva. Willkommen bei Alles Eva Gaming. Heute machen wir wieder ein Reaction, und zwar auf ein Video von Candy Cute. Die macht immer so gute Videos, kann ich empfehlen. Und zwar, I was born old, but every day I grow younger. Hört sich mal sehr interessant an. Und das Thumbnail sieht schon richtig cool aus. Also dachte ich, warum gucken wir es dann nicht mal zusammen? Super ist, aber sind nicht abonniert. Also guckt mal jetzt unter diesem Video, ob der Abo-Button rot ist. Wenn, dann drückt auf jeden Fall drauf, damit er kauft. Ich finde das Grau immer viel schöner. So, und jetzt fangen wir erstmal an. Ich liebe hier Intro immer so doll. Wasser habe ich auch in Hand. Okay, gut, wir fangen schon mal gut an. Hier so eine normale Szene. Sie bekommt ihr Kind, was für cool ist. Er hat gerade die Spritze in die Bettdecke gespritzt. Ich würde sagen, das tut nicht viel, die einfach so auf Bettdecke zu spritzen, aber ich bin hier keine Ärztin. Wieder, ach, nur auf die Decke. Okay, gut, jetzt wird rausgeholt. Wieder schneidest du nur die Decke auf, da. Das Baby hat Falten. Gut aufgemalte Falten, aber. Ehrlich gesagt, ich war jetzt nicht so überrascht, als vielleicht kann es sein, dass das Baby einfach nur viel Haut hat, aber ich werde hier nur mitkommen. Also da sitzt er mit seinem Kaffee, ist sie überrascht, so, oh nein, mein Baby, es ist alt. Die Mutter ist so, oh mein Gott, mein Baby, es ist alt. Warum hat der Vater kein Shirt an? Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war er mitten in der Nacht, aber man kann sehen, es ist hell draußen. Also, warum hast du kein Shirt an? Okay, das Baby ist jetzt alt. Es ist im Grunde fröhlich. Okay, ein Jahr alt. Ist es so richtig? Und warum sind die so traurig? Ihr habt doch jetzt ein Baby. Ich kann sehen, dass die Tränen auch noch angemalt sind. Warum seid ihr immer noch so traurig? Ihr habt doch ein Baby. Ah, 3 Jahre alt ist es schon richtig alt, hat graue Haare. Wie gesagt, ich meine, in dieser Tugaboka-Geschichte kann es gut sein, dass es einfach nur graue Haare hat. So, jetzt ist es fröhlich und so, hat immer noch Falten. So, jetzt malt es den Teppich an. Spiel so rum, das ist süß. Oh. Weißt du was? Also wir haben es jetzt mal gemacht. Ich kann nicht einfach sagen, der Vater, die Mutter, das Baby. Ich gebe denen jetzt einen Namen. Also hier, das da ist Heldegard. Ja, diese hier, das ist Heldegard. Und das ist Blume, weil sie hat Blumen in den Haaren. Und das ist Apfel, weil er hält einen Apfel. Also Apfel, Heldegard und Blume. Ne. So, also jetzt haben wir schon mal... Jetzt haben wir schon mal wissen, wer ist so. Also Hildegard ist jetzt fröhlich. Apfel gibt Hildegard einen Apfel. So schön. Ich ziehe mal Klamotten an. Ziehen was an. Und sie ist süß. Gut, jetzt was. Ey, was seid ihr so überrascht? Mann! Hildegard versucht hier einfach nur so einen Hut anzuziehen, da kommen diese zwei so. Mann! Aber wenigstens ist Blume. Wenigstens ist Blume nett. Das ist Hildegard so. Oh, wie süß. Oh. Ist jetzt noch 5. Oh mein Gott. Warum. Was ist denn so gemein? Oh nein, Hildegard wird ausgeschlossen. Oh, die Arme. 12 Jahre alt ist so eine richtig alte. Oh, aber wenigstens ist Blume noch nett. Was ist eigentlich mit dem Apfel passiert, ihrem Vater? Oh, jetzt ist er fröhlich. Oh, wie schön. Oh, ich bin froh. Wenigstens hat er eine Mutter. Wenigstens. Ich frage mal hier. 16. Ja, okay. Ich sehe doch, so ehrlich gesagt, ich schaffen. Das ist schon gemein. Ich meine, ich finde es wirklich schlecht für die. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Hildegard hier drüben läuft rein, macht nichts Komisches, hat halt so Falten und graue Haare. Zieht einfach die an Haaren und die ist dann so, oh, Igitt! Wird das nicht ein Lehrer sehen und so, jetzt weinen sie! Geh nach Hause und sag, Mom, Blume, die Mädels sind jetzt zu mir gemein. Ich liebe die Küche von denen, oh mein Gott. Oh, jetzt kommt ein Makeover. Oh, lol. Jetzt kommt es erstmal hier. Schön Haare. Cool. Und dann mit den Falten könnte man bestimmt irgendwie Plastic Surgery machen oder irgendeinen Laserschnitt im echten Leben bestimmt. Und jetzt bekommt sie einen Crush. Oh. Ah, jetzt hat sie einen Crush. Und bestimmt ist er also richtig gemein zu ihr für irgendeinen Grund.
Ehrlich gesagt, komm schon, Leute. Das ist mal so Advice, egal wer du bist, egal wie du aussiehst. Wenn du in jemanden verliebt bist und diese Person ist gemein zu dir oder mag dich nicht zurück, dann ist diese Person nicht gut genug für dich. Such eine andere Person. Ich meine, da sind 7 Billionen Menschen auf dieser Erde. Bestimmt ist da wenigstens 1% von der Menschheit würde dich mögen. Und das sind immer noch so mehr als 1 Million Leute. Also, keine Sorge. Es halt mögt nicht jemand, der zu dir gemein ist. Das weiß ich aus Erfahrung. Tut nicht. Ich hasse, wenn so Sachen passieren. Mann! Und jetzt kommt noch die andere. Ist entweder, warte, das sind jetzt entweder 2 Optionen. Sie ist gemein oder sie ist nett. Das sind die einzigen 2 Optionen. Und gemein! Natürlich! Warum denn nicht? Oh, übrigens, wenn ihr euch fragt, was hier passiert ist. Ich habe gemalt. Immer wenn ich irgendein Stück in der Hand habe, danach habe ich gefühlt so überall Tinte auf meiner Hand. Also wundert euch nicht. Arme, die wollte... Was sind die jetzt? Sind die 2 zusammen oder was? Er ist doch viel größer. Und jetzt ist er 16 Jahre alt, so richtig hübsch. Und jetzt kannst du die auslachen. So, ha, ihr seid alt. Ich bin jung. Ha, ha, ha. Wow. Und da ist er, und dann ist der noch der Alte, der früher so gemein war. Und sie kann sagen, ha, ich bin jetzt schön und du nicht mehr. Oh, das ist eine Alte. Nein, hier Geld. Oh, und dann sieht zu ihren Eltern. Oh, guck mal, Eltern, ich habe hier irgendeine Frucht gefunden. Oh, jetzt verstehe ich bestimmt. Wetten, die hat so Früchte, so komische Früchte irgendwie verkauft, die so Babys ganz alt und dann jung machen bestimmt. Keine Ahnung. Ich sag's euch. Und jetzt werden wir so, bitte, nimm mal für meine Frucht. Oh, das ist ja nett. Eigentlich ist es ja schon nett, aber Wetten ist die doch richtig reich. Ich sag's euch. Und dann hat sogar, ich hätte sie ehrlich gesagt nicht gegessen. Ich hätte sie gekauft. Aber vielleicht keine Ahnung, nicht gegessen, weil die sieht schon ziemlich cool aus. Dann ist, und dann macht der Vater das in so ein Smoothie. Ah, schon cool, Farbe. Aber das erklärt es schon irgendwie. Ja, das macht schon Sinn. Da geht der Vater so, hier, ich hab's dir trinken gemacht. Und dann noch Waffeln. Oh, wie nett. Oh, wie cool. Oh, schön. Nett. Das ist nett. Jetzt ist er fröhlich. Sagt, ihr geht's nicht gut. Und dann gehen sie. Oh, okay. Oh mein Gott. Ich muss so lachen. Okay, also jetzt zeigen wir sie, wie die das gemacht hat. Oh mein Gott, Totenköpfe. Sind das Totenköpfe von Babys? Wenn ich diese Geschichte bewerten könnte, ich würde sie eine 8 von 10 geben. Ich meine, es hat erklärt, wenigstens hat er eine Erklärung, warum sie so geboren wurde, was schon cool ist. Und die Charaktere waren auch okay. Also ja, ich kann das empfehlen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Stealing. Ciao!